Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Rust. Diesmal mit dabei der Mystique. Servus, Hallöchen. Ja, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen und es wird wieder Zeit. Wir sind in unserer kleinen Höhle hier in der Wand drin und die Höhle ist ausgeräumt worden. Alles ist weg. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Ja, also alle Kisten sind leer hier. Das Ding können wir eigentlich aufgeben. Also bin mir nicht sicher, ob das hier Sinn macht. Auch das Reinkommen hier ist relativ schwierig. Man kann keine Kiste davor setzen, um das als Treppe zu verwenden. Von daher ist es immer ein bisschen problematisch gewesen. Ja, alles ist genommen worden. Hier unten hat sich auch ein bisschen was verändert. Wir können ja mal. Nee, wir bleiben kurz nochmal hier drin. Ich will mal kurz das Menü zeigen. Kann ich vielleicht auch gleich machen? Genau. Wir haben oben rechts haben wir ja das Banner. Da sieht man die Version. Das war, glaube ich, schon eine der letzten Aufnahmen zu sehen. Das ist jetzt die aktuelle Version, keine Beta-Development-Build, wie man das nennt in Steam, vom 14. November, 11.01 Uhr nachmittags. Wenn man hier das Menü drückt, sieht man auch eine Serverliste, die ihr auch sortieren könnt. Wenn ihr oben auf Name klickt, habt ihr den nach Namen sortiert, nach Player oder nach Ping. Und wir sind immer noch auf dem EU, ich drehe das gerade mal rum, EU Central Play Rust. Da werden derzeit zwei angezeigt. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir den ausgewählt mit dem geringeren Ping. Warum es da zwei Server gibt, wer weiß das. Außerdem habt ihr eine Historie und da seht ihr, wo ihr zuletzt gespielt habt. Das ist auch ganz praktisch, wenn man nicht mal in der großen Liste nicht mehr weiß, wo man zuletzt war. Ansonsten Optionen hat sich nicht viel geändert. Also das, der Hauptteil ist das hier oben. Mit diesen Menüs, mit der Historie und hier gibt es irgendwann, kann man sich sogar noch Favoriten setzen, das wird irgendwann demnächst kommen. Außerdem könnt ihr Disconnect sagen und direkt in-game auf einen anderen Server verbinden. Soweit so gut. Was ist noch neu dazugekommen? Wenn ihr F1 drückt für die Konsole, das macht man ja, um sich zum Beispiel selbst umzubringen oder solche Dinge, habt ihr oben rechts über kleine Buttons die Möglichkeit, den GUI einzuschalten. Der ist schon eingeschaltet, deswegen verändert sich das nicht. Oder mit dem kleinen Symbol auszuschalten. Ganz praktisch, wenn man als YouTuber hier seinen Thumbnail kreieren möchte, dann ist ja den UI vielleicht störend. Genauso kann man das mit dem Chat machen. Chat eingeschaltet, ausgeschaltet. Ja. Was haben wir noch? Man kann hier, ich glaube, das Ladesymbol dieser Kringel würde bedeuten, man macht einen Reconnect auf dem Server. Home bin ich mir gerade nicht sicher. Drücke ich jetzt mal lieber nicht in der Aufnahme. Wäre cool, wenn ich das zu deinem Spawnpunkt zurückgeben würde, beispielsweise. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ja gut, das könnte man Suicide machen und dann sagen Camp Respawn. Ja. So, dann haben wir hier genau das Branding oben rechts. Dieses Banner kann man ausblenden. Jetzt könnte ich das wieder wegmachen, wie es vorher war. Ich lasse es mal drin. Dann kriegen die Leute auch mit, wann ungefähr die Aufnahme stattgefunden hat. Und man hat auch einen Überblick, welche Version da gerade läuft. Ja, wir haben ein bisschen was zusammengecraftet, ein bisschen Red-Zeug und so weiter. Hier unten, wo man hier unten rausguckt, dieses große Gebäude gehört einem meiner Abonnenten, dem RPH-Gamer. Der hat uns hier freundlicherweise aufgenommen. Und wie ihr seht, hier vor der Hütte, die wir hier angefangen haben, ist ein riesen Metallgebäude dort hinten. Die sind schon fleißig am Ausbauen. Da kommt er da auf uns zu, oder? Ja, ich hoffe mal, dass er das ist und nicht wer anders. Ich hab jetzt ein Problem. Ja, doch, ist er. So. Na? Guten Tag. Wir sind jetzt in der Aufnahme. Kannst Hallo sagen, wenn du magst. Ja, dann sage ich mal Hallöchen. Hallöchen, Puppöchen. Genau. Ja, hier sind einiges dazugekommen. Eine Menge Gebäude. Und wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier weiter machen. Hier rechts. Da hinten ist dann das, dieses Metallgebäude oder was auch immer das ist. Das ist links von uns. Das ist dieses. Du meinst es da unten. Metallgebäude sind immer die, die so grau wirken und nicht nach Holz aussehen. Aber das hinten hat jemand noch ein Gebäude angefangen mit den Holzstäben oder sowas. Keine Ahnung. Nee, das ist zerfallen hier rechts von uns. Das war relativ am Anfang der Aufnahme da. So, ich werde jetzt mal hier, wenn jemand C4 hat, kommt da zwei in die Hütte rein. Ich werde jetzt mal in der Hütte den Kram ablegen. Du bist hier da unten. Für den Teil der Aufnahme. Ich will kurz gucken, liegt hier ein Sleeping Bag? Ne, der wurde mit zerstört. Den werde ich auf jeden Fall mal setzen. Ich wollte noch kurz hier oben einen Stein abbauen gehen, ohne ja, nach Möglichkeit vom Wolf gefressen zu werden. So, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen, das heißt, ich befülle mal hier die Feuerstelle mit. Da ist ja doch der Stein und der Wolf ist nicht da, sehr gut. Bauen wir mal den Schrott hier ab. Übrigens, man
sollte sein Metall oder ähnliches, sollte man nur in der Nacht einschmelzen. Weil man dann das Licht sieht, also, das oder Licht wie? Das siehst du sehr weit, ganz genau, ja. Also den Rauch meinst du? Oder meinst du nachts nicht schmelzen, weil man dann das Feuer sieht? Dann willst du hier reinkommen? Nö. Ich hol mir noch das Holz hier unten. Okay, alles klar. Hier war doch vorhin ein Wolf. Ah, da hinten war er. Lass mich in Ruhe, ne? Wehe, du kommst hier in die Nähe. Du kannst die Wölfe auch töten, allerdings würde ich mir da Pfeil und Bogen für... Ja, ich habe ja den Bogen schon unten im Inventar übrigens, seht ihr den da unten im Inventar, habe ich mir, also hat mir ja vorhin Minjas gegeben, den habe ich mir nicht selbst gecraftet. So, du dummes Vieh, bleibst du da, komm. Ja, er trifft mich halt, durch den Stein. Ja, das wird, da musst du aufpassen, der macht dich ruckzuck platt, dann ist Feierabend. Jo. Ja, das sind hier die Überbleibsel. Ich werde jetzt mal einen Bogen nehmen, ein paar Steine und werde auf jeden Fall noch mal ein paar Pfeile craften. Ein Hirsch, ein Wolf und ein Schwein. Das sind ja fast die Bremer Stadtmusikanten da unten. Das ist. Ja. Schöner Vergleich, ja. Yeah. So, Ammo, Arrows. Ich wollte mir doch. Ah, Stein habe ich jetzt. Jetzt könnte ich mir eigentlich wieder ein paar Pfeile craften. Jetzt habe ich schon mal dabei gesehen. Ja, vier das hab ist ich. Auf jeden Fall zum Farmen ganz sinnvoll. Jo. Man muss halt nur schauen, man muss ungefähr die Mitte vom Bildschirm abschätzen können. Ja, man hat keine... So, wie viel kann ich da craften? 3 Stück. Craft, ja, ja. Bauen wir mal kurz die Steine auf. Gesammelt habe ich hier sonst noch ein bisschen Metal Ore und die Sulfur Ore. Zusätzlich haben wir von dem lieben RPH-Gamer noch Stoff gekriegt und die Bohnen. Genau, ein bisschen um uns auszurüsten. Das war super. Mein Problem ist, ich hatte hier in der Hütte, wo ich mich gerade befinde, hatte ich hier ja noch so eine Barrikade sitzen, damit da niemand durchguckt. Das hat die Leute animiert, mir die Wand wegzusprengen. Womit kann man überhaupt C4 craften? Man muss Explosives finden. Also Explosive ist so was wie Semtex, sieht das aus, also wie Plastiksprengstoff. Okay. Und dann, glaube ich, in Verbindung mit Metall kann man sich dann praktisch C4 craften, wenn man es denn gelernt hat. Also theoretisch. Also du musst es über Blueprints alles lernen, was Crafting angeht. Ja, ja, definitiv, absolut. Ich guck kurz mal, ob ich C4 schon kann. Ganzen Waffen. Nein, es sieht nicht so aus. Zielen ist jetzt nicht ohne hier mit dem Bogen. Ja, du musst auf jeden Fall genau, du musst abschätzen, Explosive Charge. Doch, kann ich, aber dazu muss ich Explosives einmal können und die kann ich, glaube ich, nicht. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir hier mit Pfeil und Bogen die Zombies looten. Ach, verdammt. Farmen, wollte ich sagen. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Ich habe hier den Wolf erlegt mit 2 Pfeilen. Ist das ungefähr, kommt denn das ungefähr hin, oder? Ja, das kommt gut hin, ja. Ach, was sich noch geändert hat, ist vielleicht, dem einen oder anderen fällt das gar nicht auf hier in der Aufnahme. Und da unten rechts Zahlen von Health, Food und Rats. Sind größer, oder? Genau, der Schriftgrad ist größer und man kann es insgesamt besser lesen. Was mir ein bisschen fehlt, ist der Chatbaum. Jetzt wird er eingeblendet. Kann man Sachen stacken? Ah ja, super. Und davon was, ja. Man kann Sachen stacken. Sehr auf jeden gut. Fall. Also unbedingt für weitere Spiele, also zukünftige Spieleentwickler, nehmt euch kein Beispiel an 7 Days to Die, was Sachen stacken angeht im Inventar. Das ist nämlich der Wahnsinn. Dann haben die es hier schon besser gemacht. So, ich werde jetzt mal mein Hähnchen, meine Energie wieder aufnehmen. Ja, wir fangen schwer von vorne an. Das ist ein bisschen schade, aber es war ja nur eine Frage der Zeit. Ich wurde auch immer wieder gefragt, na, und haben sie unsere Höhle schon entdeckt? Noch nicht, aber jetzt war es dann halt soweit. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Metall. So, ich hoffe mal, die Jungs da oben in dem Metallgebäude kommen nicht direkt vorbei. Wo bist du jetzt? Ich stehe da vorne auf der Wiese und hallo. Ist da jemand bei dir? Ach, da bist du. Achso, du sagst zu mir hallo. Ja? Ich zeig dir mal das Red-Gebiet darunter, wo man Zombies farmen kann, weil Zombies bringen Blueprints und so weiter. Ah, die haben die selbst dabei, okay. Ja, ja, genau, als Loot in dem Sinne. Weil komm, ein... musst du mal gucken, jetzt ist hier das Feuer aus. Wo bist du jetzt hin? Nee, das hat noch nicht. Ich bin in meine Hütte nochmal rein. Achso. Nee, das lasse ich hier einfach brennen, scheiß drauf. Gut, man sieht es schon bei Tag ein bisschen durch, halt ja, die Blätter ja, durch. So. Wie gesagt, mir hat auch jemand die Wand weggehauen.
Bist du, ich bin hinter dem Haus. Wo bist du da oben? Komm. So, wir laufen mal hinten rum runter. Weil eben einer meiner Abonnenten hat mir zu einem Rust-Video geschrieben, ich soll doch in die Radiationszone reingehen und dann da an den Zombies vorbeirennen und halt einfach nach Blueprints suchen. Ja, das geht auch. Man kann auch von den Flüchten. Das Problem ist, ein Zombie braucht ungefähr 2 Schläge, wenn du nicht angezogen bist, um dich wegzumachen. Ja. Ja, das haben meine Zuschauer in der letzten Folge auch gesehen. Das solltet ihr übrigens auch mal, wenn ihr irgendwo runterhüpft, also nur kleine Absätze, am besten in der Hocke. Kurz Steuerung drücken, beziehungsweise dort, wo ihr es halt draufgelegt habt. Damit es nicht euch die Beine bricht. Da unten hat auch jemand Foundations hingebaut. Ja, es wird langsam voll hier auf dem Server. Ich denke mal, wenn mal vielleicht eins der größeren Updates kommt, dann werden sie auch die Server wieder wipen. Dann hat man auch ein bisschen mehr Platz. So. Für die Leute, die sich gefragt haben, was ich gerade gemacht habe, ich habe die Texture Filtering ausgemacht, rein deswegen, damit ich ein bisschen ein flüssigeres Bild habe. Und es funktioniert. So, bist du hinter mir? Jo. Ich bin hinter dir. Also das Knistern bedeutet Radioaktivität. Ganz unten rechts hat man ja den Wert für Radioaktivität. Wenn der über 500 steigt, dann kriegst du Schaden. Okay. Und dann solltest du auch gucken, dass du wegkommst. Hier hat jemand Kisten hingesetzt, das ist sehr interessant. Also es wird oft so gemacht, dass man Kisten setzt. Oder das ist eine Blockbag. Ist da eine Blockbag drin oder hast du mir die gegeben? Blood. Ah, das habe ich gekriegt von dem Wolf. Von dem Wolf. Du kriegst Blut, da aus dem Blut kannst du wiederum Bandagen machen. Aha, klar, logisch. Wie in echt. Wie gesagt, mit den Pfeilen. Manche Zombies brauchen 2, manche 3 Schuss. Du musst halt schauen, wenn du... Ich bin jetzt voll mit ich habe jetzt die kompletten Klamotten an für Antiradioaktivität. Du siehst hier unten schon die Kisten. Ich sehe jetzt hier gerade keine Zombies. Ich sehe nur rechts eins, aber das ist ziemlich weit weg. So, und jetzt hier in der Hocke runter. So. Und wenn hier keine Zombies sind, werden wir das hier ausnutzen. Wow. 122 Rand. Genau. Immer die Kisten leer machen. Hier war ein... Oh, Zombie. Oh, fuck, vorbei. Getroffen. So. Dann... Du musst aufpassen, du musst ahnen, ein Research-Kit. Das ist gut und ich blute. Okay, ich hab 300 Rad. Ja, komm mal mit hier raus. Das haben die in dem letzten Patch, haben die das behoben, dass hier sind früher die Zombies über dem radioaktiven Gebiet geflogen. 460 jetzt mittlerweile, 470. Ja, du musst dann zur Not nachheilen mit irgendwas zu essen. Ich hoffe, du hast deine Bohnen dabei. Ja, die hab ich dabei. 479, 500. 501. Jetzt bin ich weg. So, jetzt sinkt er wieder. Gut. Hier ist ein Zombie vor mir. Ich weiß nicht, warum der in die Richtung weiter spackt. Ja, du bist da. Okay. Ich komme in deine Richtung. Ja. Wo will der hin, der Zombie? Da weiß ich auch nicht. Wo siehst du denn bitte schon den Zombie? Der ist hier in den Büschen drin. Aha. Oh, fuck. Vorbei. So, Blute, schnell nachheilen. Ah, Papier und nochmal Moon. Das sollten wir nutzen, also mal ganz kurz hier oben an den Berg gehen. Jupp. Wir brauchen dazu eine Workbench, das heißt, dann kannst du Sachen damit lernen. Ah, du brauchst auch für das Lernen der Blueprints brauchst du eine Workbench. Nein, die Blueprints selber kannst du so lernen. Also wenn du jetzt einen Blueprint hast, einfach rechtsklick, Study. Jetzt muss ich kurz gucken, was ich da überhaupt gekriegt habe. Ich habe so, was ist das denn? Ist das ein Flair? Ah ja, voll. Das ist ein Flair, Blut, Large Medikit habe ich gefunden. Das ist gut, das kannst du lernen. Das würde ich jetzt gerade mal nicht verwenden. Wir könnten jetzt kurz zurückgehen in dieses provisorische Haus da hinten. Ja. Dann könnte man zumindest diese Sachen lernen. Wir sollten uns aber hier hinter den Felsen irgendwie bewegen, falls jemand wohnt und so, ist das dann sicherer. Jetzt verstehe ich auch das Prinzip des Spiels. Kein Wunder, habe ich vorher nichts hingekriegt. Was meinst du? Ja, allgemein mit dem Reinrennen in die Radiationszone. Ich dachte so, okay gut, ich habe ja keine Kleidung an und so, deswegen würde ich am liebsten gar nicht in die Radiationszone. Zudem waren da auch noch Gegner. Aber wenn das eigentlich das eigentliche Ziel ist des Ganzen, dass du dann später überhaupt auf einen grünen Zweig kommst, dass du da eh rein musst, am besten von Anfang an. Du farmst dir dort im Endeffekt, wir sind natürlich jetzt hier schön offen, wo wir laufen.
du farmst dir dort deine, deine Sachen zusammen, ja, beziehungsweise eben. Die Grundlagen, um dir erstmal eine Basis auszubauen. So. So, hier der Hocke runter. Und ja, das Holz nehmen wir noch mit. In der Hoffnung, dass hier niemand rummacht. Ah, das ist aber auch cool. Wenn du farmst, kann ich nicht farmen, oder? Doch, doch, doch. Du kannst genau das gleiche abbauen, was ich auch abbaue. So, wir gehen mal ganz kurz hier in die Hütte rein. Nice. So, und hier ist nämlich dann... Oh. Die Workbench ist weg. Warte mal. Was brauche ich denn? Sonst kann man doch eine craften, oder? Ja, wir brauchen aber 8 Steine, die ich nicht habe. Ich habe auch keine 8 Steine. Ich könnte Steine sammeln gehen. Soll ich dir die Sachen da lassen? Wie kannst du den Link machen? Den linke Kiste rein. Da kannst du deinen Kram reinmachen. Linke Kiste, dann lasse ich die Sachen alle da, die ich nicht brauche. Und gehe dann gleich mal ein bisschen Steine craften. Im schlimmsten Fall gehe ich halt drauf. Außen läuft übrigens jemand. Ich denke, das wird unser Freund sein. Hoffe ich. Hoffe ich auch, ja. So. Jetzt will ich die Tür aufmachen. Na, warte mal. Okay. Lass dich einfach mal raus. Jo. Kannst auch gleich wieder zumachen, wenn ich raus bin. Warte mal. Ich hab eine Idee. Ich packe jetzt erstmal noch den Kram hier rein. So, das Holz noch. Hallöchen, ich bin. Ah, siehst du eher was. Genau. Ich hab hier was für euch. Kleinigkeit. Geschenke. Ja, Weihnachten. So, dann machen wir mal auf. Steht vor der Tür. Im wahrsten Sinne. Jetzt kommt er rein und knallt uns beide ab. Boah. Welcome, ich hab eine Kugel für dich. Pam, pam. Oh, ein Shotgun, cool. Wow, Alter. Ja, das ist ja super. Vielen Dank. Vielen Dank. Krasser Mist. Gerne, dann könnt ihr euch ein bisschen verteidigen, falls mal welche kommen. Ja, das stimmt. Stimmt. Vielen Dank. Gerne. Ja, legen wir die gleich mal an und laden sie rauf. Jetzt noch bevor? Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen. Und mal gucken, ein bisschen Sachen noch fahren, weil die Hütte ist ja relativ unsicher, weil man hinten dran nichts bauen kann. Wir haben sie die Tür weggesprengt. Ich höre dich jetzt einfach doppelt, ne, Minjas, das ist dir bewusst. Ja, das ist mir schon klar. Nee, das ist gut. Ja. Dann so. Spaß. Jo, danke, dir auch. Danke. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich Steine finde. Dann können wir uns nämlich eine Workbench bauen. Genau. Steine. Falls ich Tiere finde, soll ich die auch abknallen? Auf dem Weg oder so? Aber nicht abknallen. Also wenn, dann erschlagen bzw. im Bogen erschießen. Okay. Aber warte mal, hier oben ist glaube ich eine Workbench drin. Moment mal. Na, hier ist zu. Ich sammle hier noch ein bisschen das Holz. Weil da in die Nähe des Hauses möchte ich nicht unbedingt gehen. Da war letzte Nacht, als ich da war, war echt einer... krass ausgerüstet da drin und das kommt mir nicht gut, glaube ich. Nee, die Workbench ist hier auch weg. Hm. Okay, hier ist ein Wolf 6. Hm? Ja, ist blöd, das Haus wurde hier von, ich meine, Cocaine und Scheiße getroffen. Meine ich. Und das können wir hier auf jeden Fall nicht weiter nutzen. Wir können höchstens einen Eingang verwenden, wo wir beide rein können und dann oben Doppeltüren. Oder neben dran. Die Pfeile kann man nicht mehr verwenden, oder? Wenn man die immer... Nein, das kann man leider nicht mehr einsammeln. Das verstehe ich nicht ganz, aber egal. Gut. Wolf kaputt. Da sind Steine. Hoffe ich, dass das Steine sind und nicht sonst was. Wo bist du jetzt hin? Da auf der Straße bin ich jetzt. Das Holz. Achte auf die Häuser links, gell, wenn da einer rauskommt. Klar, dann renne ich einfach weg. Genau. Ja, wir können auch noch ein bisschen farmen gehen, aber... So. Irgendwie wird das Kind meines Nachbars gerade
Mach. Keine Ahnung. Bei lebendigem Leib gehäutet oder sowas. So wie das schreit. Das hoffe ich ja nicht. Ja, ich hoffe auch nicht, ehrlich gesagt. Komm, wir sollten, ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal wieder eine Aufnahmepause. Jo, können wir gerne machen. Weil wir grob 15 Minuten sind. So. So. Dann gehen wir mal hier in die Hütte. Wir müssen auch bei Möglichkeit mal wieder was essen. Ich habe ja noch die Bohnen im Inventar. Ja, wir haben auch hier drin, habe ich noch Hähnchen, also das könnte man auch verwenden. Aber das ist dann der Cliffhanger für die nächste Folge, ne? Essen tun wir erst in der nächsten Folge. Ja, genau, so ungefähr. Bleib dran, wenn wir essen. Ja, genau. Yeah. Das wird super. So, gehen wir hier mal rein. Sehr nice. So, wunderbar. Ja, leider müssen wir von vorne anfangen. Vielleicht habt ihr euch ja hier, was wir an Neuerungen zeigen konnten im Spiel, also von dem Menü mit der sortierbaren Serverliste und der ganze Kram gefallen. Wir werden dann auf jeden Fall noch weitere Aufnahmen machen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil die Leute, mit denen ich bis jetzt aufgenommen habe, immer ein bisschen wenig Zeit haben und ich selber auch nicht unbedingt viel Zeit habe. Da kommt noch Neta dazwischen oder auch Seven Days to Die. Deswegen ist es mit Rust im Moment etwas komplizierter. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich meine, das ist ja was euch gefällt auf dem Kanal. Ja, anscheinend, ne? Auf jeden Fall. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt was unter die Kommentare, unter das Video in die Kommentare, wollte ich sagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil von Rust wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Adios.